Yeah, man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Riff-Challenge heute von der Warschauer Brücke. Wir sind halt hier, um mal ein bisschen noch das Album zu promoten, ein bisschen Werbung zu machen und vielleicht noch den einen oder anderen Euro dafür reinzuholen. Dafür haben wir ein paar CDs und T-Shirts dabei und ein paar Sticker auch. Und die werden wir versuchen, heute loszuwerden. Und wer von uns in der Summe am meisten an den Mann bringt, hat am Ende die Challenge gewonnen. Also los geht's. Wir haben uns jetzt genau hier positioniert, wo die meisten Leute vorbeikommen. Ich habe die Musik hier im Rucksack, hört ihr? Muss ich nur noch Leute anquatschen und mit Stickern werben, wo habe ich sie hingetan? Stehst du vielleicht auf Alternative Punk? Schade. Bitte? Achso, hörst du sowas wie das hier? Ist so ein bisschen Punkrock, Alternative? Ja. Wir sind die Band und wir können höchstens einen Sticker noch geben oder vielleicht ein Shirt verkaufen oder sowas. Ja, Geld habe ich jetzt nicht dabei für ein T-Shirt. Okay, aber einen Sticker kann ich dir so. Ja, einen Sticker, sag ich noch. Eine Sekunde, ich muss nur RT, die Sticker. Ich möchte auch einen haben. Du, geil, danke. Dann nimm den. Danke. Stehst du auf Punkrock oder Alternative, sowas wie Rise Against in dieser Richtung? Also ja, ich habe Rise Against schon live gesehen, aber ich höre es jetzt nicht mehr so lange. Nee, aber ich würde mal ein Foto davon machen und ich würde es mir mal angucken, auf jeden Fall. Gute Idee. Weil? Und den Sticker auch mit drauf. Und der den würde ich mir sogar mitnehmen. Das wäre sogar mein letzter. Das heißt, du musst jetzt weiter für mich promoten und das auf Facebook teilen. Mache ich. Das wäre cool. Was ist denn los? Die ganzen Sticker hier verschenken. Meine Runde, ich bin dran. Ich werde, mal gucken, wie es so läuft. Ich werde die Leute anquatschen und ihnen quasi das hier vor die Nase halten. Da sieht man unseren Vätner und vielleicht ist ja der eine oder andere so geflasht von dem, von der Überraschung, dass er mir sofort so ein Shirt abkauft. Shirt? Komm hier, cool. Frische Rose, frische Rose. Vielleicht schwarz, ne? Ja. Kriegst du gerne schwarz? Ja. Wir haben hier nämlich ein schwarzes T-Shirt. Cool. Von Grifflaw. Wir sind mit Grifflaw, wir sind eine Band. Echt? Und wir machen Punkrock Alternative. Okay. Ja. Und das ist eine geile Nummer, aber wir sind übelst klein auf Tasche hier, Alter. Wir wollen nur die Ferien die letzten Tage nochmal ein bisschen in Berlin chillen und die Reise hat allein schon so eine Scheiße gekostet. Echt auf YouTube? Grifflaw, steht alles da drauf. Und da dann noch viel Erfolg und so, ne? Danke. Und hoffentlich hört man euch vielleicht mal. Ja, meine Taktik wird jetzt sein, mit meinem unglaublichen Verkaufstalent einfach die Leute zu überzeugen. Ich bin jetzt der größte Techno-Fan, wird jetzt Grifflaw-Hörer. Ich zeig euch mal, wie man das macht. Wir sind eine Punkband. Er. Und der da hinten, der sich nicht traut herzukommen. Wir heißen Grifflaw. Das Shirt habe ich übrigens auch. Sehr geil. Oh, okay. Raise your voice like a weapon, heißt das übersetzt. Uh-huh. Oder auseinandergenommen. Wir versuchen gerade unser Album irgendwie zu realisieren. Und gucken, ob hier irgendjemand Bock hat, ein T-Shirt oder unsere Single vielleicht zu kaufen. Wirklich, ich habe gar kein Geld dabei. Ja, kein Geld dabei. Hier. Yeah. 3 Euro habe ich dabei. 3 Euro? Ja. Ich sag, für 3 Euro kriegst du eine CD. Okay, warum nicht? Klingt so. Okay, na gut. Vielen Dank. Cool, danke. Yeah, man. Ihr habt die geilsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ihr mögt bestimmt Rockmusik, oder? Nein. Ihr mögt aber Musik. Oh, das mögen wir. Da bin ich auch dabei. Super. Zwar ist mein Rappername Grifflaw. Jetzt. Ja, und irgendwie schon scheiße. Klingt Freestyle scheiße. Mal bitte was. Okay, nein, noch ich. Gute Rapper, ja, richtig Freestyle. Freestyle. Ja, also gib mir ein Thema, dann freestyle ich zu dem Thema. Scheiße. Kot. Tod oder Kot? Kot. Okay. Steh auf einer Brücke, treppe über Kot. Mit etwas Glück verschnorre ich mir Brot. Dann ist wieder alles also im Lot. An Hustensaft-Jüngling kommst du nicht ran. An wen? Hustensaft-Jüngling. Was ist das denn? Eagle Gang. Money Boy. Ja. Wir haben schon die Mädels gehört. Die hatten ja immer angequatscht, hat mich gefragt, wie sieht's denn aus und so. Nee. Was macht ihr denn eigentlich? Ja. Die gehören zu mir und so. Dann habe ich mir das so erklärt. Mark und Lahn, so habt ihr ein paar Sachen und das ist jetzt einfach so. Einfach so. Ja, wirklich jetzt eher einfach nur so. Das gehört aber hier auf meine Kappe. Ja, natürlich. Ja, jetzt bin ich dran. Wie wir sehen,
haben die anderen nicht ganz so viel Glück gehabt bisher. Aber meine große Chance besteht natürlich darin, ich gehe mit einem 5 € Plus schon rein. Und ich werde das Ganze so ein bisschen anders anfangen. Mal gucken, ob meine Strategie funktioniert. Hey, du hörst die Schimmmusik, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Du hörst doch die Schimmmusik, oder? Hey, du hörst doch die Schimmmusik, oder? Ja. Und hörst du mal so ein bisschen Punkmusik oder sowas? Können wir dich vielleicht davon sogar überzeugen, dass du uns vielleicht ein bisschen unterstützen möchtest? Also entweder bei YouTube oder bei Facebook einen Klick. Du kannst natürlich auch so ein schönes T-Shirt kaufen. Du nimmst das T-Shirt. Perfekt. Geil. Wunderbar. Ich danke dir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Facebook, YouTube. Ja, hören. Nur hören. Erstmal nur hören. Aber die Musik ist cool. Danke. Das war jetzt die Rift Challenge an der Warschauer Straße und wie nicht anders zu erwarten, habe ich gewonnen. Unerwarteterweise, muss man ja ehrlich sagen. Es war unfassbar, was da eigentlich passiert ist. Unfassbare Szenen haben sich abgespielt. Aber naja. Es wird noch eine zweite Runde geben und da gibt es wahrscheinlich dann einen anderen Gewinner. Da werden wir unsere Ehre zurückholen, oder Nico? Auf jeden Fall. Ehre. Dabei.